So, Mahlzeit, Icke wieder. Heute fahre ich die Thoroughgood, auch ein Zerstörer bei den Amerikanern, Tier 2. Gibt es nicht viel zu sagen hier, bin noch gar nicht so oft gefahren mit dem Stück, aber ich habe fast komplett erforscht. Also es fehlt auch nur wieder, was fehlt denn eigentlich? Eine Sache fehlt, die war aber nicht so wichtig. Ach so, das war hier bessere Wasserbomben, aber meistens kommt man ja gar nicht dazu, die abzuschmeißen, von daher. So, jetzt haben wir relativ, gutes Gefecht eigentlich, oder gutes MM, weil wir sind mal 5 Leute. So, mal gucken, wie lange ich diesmal leben bleibe. Eben gerade war ich mit der Mutsuki unterwegs. Und ja, da habe ich die Mutsuki im Stich gelassen. Ich wurde mit einem Treffer, ich habe einen Treffer abbekommen. Also einen Torpedotreffer, hat aber nicht allzu viel Schaden genommen. Und ein Treffer von der U-Boot-Artillerie, weil er aufgetaucht hat, killt mich. Fetzt mein Schiff weg. Das muss ich eben mal reinfahren. Ja. Aber gut, das Spiel ist hier eh ein bisschen anarchisch. Das heißt, niemand eh da, was er will. Und wahrscheinlich können die Leute auch hier machen, was sie wollen. Man kriegt immer nur Hinweise, bitte streitet euch nicht. Lasst das doch mal, das ist ja nicht so cool. Was auch immer er sagt. Verstehe nicht. Keine Ahnung, was er will. Ja, das Grumpel ist mein Alkoholiker-Drecksnachbar über mir. Dieses Stück Scheiße. Den sollte man eigentlich echt, den sollte man kaputt schlagen. Ja. Hab's ihm schon mehrmals angeboten, aber das vergisst er am nächsten Tag wieder. Gut, aber darum geht's ja gar nicht. Ja, ich werde versuchen, zum Cap rumzufahren. Dieses kleine Fähnchen auf der Minikarte da. Ich sehe gerade, ich komme mir relativ langsam vor, obwohl ich eigentlich schneller sein müsste als die Mutsuki. Ich kann mir gut vorstellen, dass da gleich was gespottet wird. Ziemliche Sicherheit habe ich da gleich irgendwen. Da ist gar keiner. Ich versuch's mal. Das Blöde ist natürlich, dass hier so viele Inseln noch zwischendurch, diese kleinen Inseln da, sorgen dafür, dass man schlecht manövrieren kann. Ich könnte hier eine Rauchbombe schmeißen und anhalten, das würde funktionieren. Ich komme mir so langsam vor, also schnell fährt das nicht. Okay, da hat irgendwo irgendwas ist da detoniert. Der schießt dann wieder irgendwo hin. Was? Fast eine Minute nach der Zeit? Das ist ja Wahnsinn. Okay, wir müssen vor. Aber ich habe gespottet. Ich muss natürlich zusehen, dass... Ja, das dachte ich nämlich schon. Recke einfach, Mann. Jetzt kepp ich natürlich nicht mehr. Und er ist weg. Einer ist weg. Wo kommen die Torpedos her? Okay, das war knapp. Ich will weiter cappen. Wer schickt denn diese Torpedos? Ach, er. Ist okay, ist okay. Ich fahre dir einfach mal hinterher, mein Kumpel. Und mal sehen, wer den längsten hat hier, ne? Das ging mal voll daneben.
Ja, Inselchen, ne? Ja, war schon ein bisschen blöd da, bist du gegengefahren, ne? Ja, kann ja mal passieren, so. Er ist auch schon weg. Scheiße. Aber ich hätte getroffen. Ich hätte getroffen, bin mir ziemlich sicher. Komm, Alter, lass cappen. Aber der hat, glaube ich, doch keinen Bock zu cappen. Dann cappen wir nicht. Wir sind ja noch zu dritt. Die Frage ist, wo suchen wir? Und wo werden wir den Kollegen finden? Wo könnte zum Beispiel der... Warte mal, der Kollege, der wird angegriffen. Ich fahr mal zurück. Okay, der Typ in seinem Zerstörer nennt sich Ship Destroyer. Auch nicht schlecht. Also Lokis hat Schaden abbekommen, aber ich weiß ja nicht, wo er sich jetzt, also ob er angegriffen wurde, also jetzt gerade oder das schon weiter her ist. Ich habe ja gesehen, dass ein paar Pünktchen, ein paar Zahlen hochgeflogen sind da irgendwie, also muss er irgendwo angegriffen worden sein. Ich meine, ich könnte jetzt cappen, das würde schnell gehen. Ich glaube, ich cap auch einfach mal. Kommt ja eh keiner mehr vorbei. Guck mal, niemand hat irgendwen gespottet. Ja, ist gut. Ich gehe davon aus, dass sie jetzt nicht cappen, weil sie eigentlich noch Leute killen wollen. Allerdings wird hier offensichtlich niemand noch wen killen. Ich habe keinen Kill, leider. Wurde mir weggelackt. Und ich werde hier einfach cappen. Es sei denn, hier kommt noch jemand vorbei. Mie. Oh, was ist Scheiße. Jetzt erhöht sich das alles nur hier, also es dauert jetzt alles noch länger, weil die nicht cappen kommen. Warum kommen die nicht cappen? Die anderen werden sich wahrscheinlich so versteckt haben. Ich meine, die könnten, klar, die könnten jederzeit auftauchen, aber... Offensichtlich tun sie das nicht, also werden sie so versteckt sein, dass man die in der Zeit jetzt auch nicht aufdecken würde. Also warum machen sich die... Weißt du, es ist doch unsinnig. Die Runde könnte schon längst vorbei sein. Kommt einfach her, cap, dann machen wir eine neue Runde und alles ist okay. Oh gut, dann cap ich halt als Einziger. Ist mir eigentlich auch ziemlich egal, also... Ich find's halt nur irgendwie dusselig. Bis die irgendwo sind und noch irgendwen versenken, habe ich doch schon nichts gekappt. Jetzt ist hier einer. Das ist scheiße. Torpedo Launcher ist kaputt. Ich sollte die Munition wechseln, aber dafür habe ich jetzt eigentlich ehrlich gesagt keine Zeit.
Oh, jetzt sind sie auch mal auf den Trichter gekommen, dass der Gegner vielleicht hier sein könnte. Hey, das ist ja schön. Noch mehr ranfahren. So, ich hoffe, der verreckt jetzt. Wir abdreht. Ja, das ist nämlich das Problem. Die sind einfach zu schnell dann noch dauer. Ich wundere mich, dass hier überhaupt noch was geht. Okay, ich muss abdrehen. Gar nicht in die Richtung. Oh shit, das wird sehr, sehr fucking knapp und ich werde nicht ausweichen können und verrecken. So, ich habe immer noch keinen Kill. War einfach nicht mein Tag hier irgendwie. Dafür hat jemand anderen verrecken lassen. So, scheißegal. Ich habe mich mal kurz hier ausgelassen und ja, gut, sagen wir mal einfach noch eine Runde. Bringt ja nichts her. Very good, Runde 2. Jetzt sind wir zu 6. Mal gucken, ob es jetzt besser läuft. Ich hatte ja leider keinen Versenk davor. Das ist natürlich scheiße, aber jetzt muss es klappen. Ich muss mich auch erstmal ein bisschen beruhigen. Ich muss erstmal telefonieren mit jemandem, der mich beruhigt, ja, wegen meinem Nachbarn über mir. Also, ich sag mal so, da war schon mal jemand über mir, also mein anderer Nachbar, der jetzt leider gerade auf der Flucht ist oder irgendwie sowas. Ich sag ja, hier ist was ab. Ja, der war schon mal oben und hat ihm in die Fresse gehauen, beziehungsweise ihn irgendwie in den Schrank geschmissen oder sowas. Naja, ist halt scheiße, wenn man sowas als Nachbarn hat. Heutzutage kann man sich ja nicht mehr allzu viel aussuchen, gerade wenn man nicht gerade Millionär ist. Aber darum geht es jetzt nicht. Ich muss mich beruhigen. Das jetzt. Oh, ja. Zwei Punkte, die gekappt werden müssen. Wir geben zwei Startpunkte. Ah, das hatte ich auch noch nicht. Kann mich jedenfalls nicht daran erinnern. Gut, habe auch eine ganze Weile nicht gespielt, aber. Gut, auf beiden Seiten gibt es Flugzeugträger. Also, ich muss auf drei wechseln, wenn dann ein Flugzeug kommt, um dann abzuschießen. Sieht dann so aus. Noch ist aber nichts zu sehen, also fahre ich jetzt einfach weiter. Und aufs U-Boot natürlich achten, das ist ganz klar. Er scoutet noch. Hat noch nichts aufgedeckt. Kann man mit dem U-Boot mit. Weil eventuell würde das auch angegriffen werden, weil solange der jetzt schon unter Wasser ist, der muss auch bald wieder auftauchen. The Fire Phoenix. Aha. Phoenix, ein genereller Feuervogel, der aus Feuer wieder aufsteigt. Das sind Flugzeuge. Abgeschossen, okay. Noch besser. Ich habe noch nie auf Flugzeuge geschossen, ne? Okay, ich habe doch gar keine Zeit mehr dafür. Ich sehe gerade. Das ist ein Gegner. Hit it! Oh, man kriegt mit bei. Enjoy my corpse, you bitch! Wahrscheinlich wird er wieder ausweichen.
Oh shit, holy shit! Okay. Ja, jetzt bin ich der Wichser des Spiels hier. Oder wurde der versenkt? Nee, das war ich. Das war ich. Ich hab ihn gekillt. Scheiße, ich bin auf dem Sack. Oh, fuck. Ich hab ihn echt weggeschossen. Ich meine, gut, es war nicht beabsichtigt. Das interessiert ihn natürlich jetzt nicht sonderlich. Und ich bin weg, weil ich den Typen vor mir nicht beachtet habe. Ja, so kann es kommen. Das sind eigentlich ziemlich schnelle Runden hier und ja, was soll ich sagen? Ich weiß nicht, warum ich weg bin. Ich meine, man kriegt auch Schaden, vielleicht habe ich den... Ich kann nochmal rein. What the fuck? Wie kann ich nochmal rein? Konnte ich ja vorher auch nicht. Das ist ja interessant. Ich wundere mich trotzdem, warum ich hier rein kann. Ich weiß das nicht. Normalerweise kommt man hier nicht nochmal rein. Rüberfahren da. Da waren sie alle. Das ganze Gesocks. Eat my Action Müsli. Den Torpedo sollte ich vielleicht ausweichen. Jetzt sollte ich zusehen, dass ich da rauskomme. Und da ist ja auch noch einer, der ist ja schon fast weg. Oh mein Gott, schießt doch! Was du fick, Mann, du hast doch gar nicht getroffen. Aber nur almost. Aber nur almost. Gut, ich habe ihn versenkt. Was ist der Typ noch dran hier? So, Wichser! Scheiße, das war's gewesen. Ich denke nicht, dass ich nochmal reinkomme hier. Oder ich warte mal kurz. Aber ich habe einen versenkt, oder? Ich habe sogar zwei Kills. Ich warte mal kurz, vielleicht komme ich nochmal rein. Hallo? Tatsächlich. Fuck. Aber wieso komme ich nochmal rein? Das war sonst auch nicht der Fall. Aber es wird wohl was mit dem Spielmodus zu tun haben. Oder ich habe irgendwas ganz Besonderes, was andere nicht haben. Ich wüsste nur nicht, was es sein soll. Ja, und ich weiß, ich habe die Smoke Bomb überhaupt nicht benutzt hier. Lohnt sich aber auch nicht. Wenn die schon wissen, wo man ist, dann... Die Dinge so blöd und fahren dann extra hin oder schießen da rein, die warten dann halt einfach. Diese kleinen Schwänzel. Ich komme mir so langsam vor. Ja, ist gut, du Asozialer, wir hören dich. Der Typ ist so hohl in der Birne, das gibt's gar nicht. So, jetzt aber zack, noch mal ein paar rein da. Die Torpedos brauche ich hier nicht rausknallen. Ich
Die war aber nicht schlecht. Wie schießt ihr die Torpedos ab jetzt? Vielleicht kriege ich noch einen hier. Oh, lad nach, Jung. Lad nach. Der will mich rammen. Anstrengend. Auf Dauer ist das schon so ein bisschen anstrengend. Guck ich mal. Das war nix. Oh, er ist auch der einzige noch hier gerade. Knappe Sache. Hätte ja klappen können, aber ich glaube, der wird jetzt wird er zerlegt. Auch nicht. Da sieht man mal, wie schnell die eigentlich sind. So eine Sache hier mit dem Aiming. Turn! Na, komm, 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 komm. Tja. Okay, lass mich den noch. Den noch. Bitte, 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 bitte. Das ging auch daneben. Aber gut möglich, dass er jetzt weg ist. Ja, das ist er. Ich bin jetzt irgendwie erst im Plus durch den Teamkill. Das ist natürlich scheiße. Ops, tatsächlich dort. So, der ist auch weg. Mr. Fire Phoenix, offensichtlich von Bomben zerschossen. Ich würde mal sagen, ich fahre jetzt Cappen oder so. Aber ihr habt gesehen, ich habe eigentlich 3 Kills. Naja, gut, 4 mit dem Teamkill. Irgendwas reparieren? Nichts. Super. Gut, Vlad war. Dann lass mal cappen. Oh, gut. Also, wenn man nicht so gut ist mit der, mit dem Abwerfen von Wasserbomben, sollte man warten, also ein bisschen rumkreisen und zusehen, dass er irgendwann muss er ja auftauchen. Man sieht ihn, aber man trifft ihn nicht, weil solange der unter Wasser ist, oh Gott. Ich habe nochmal 33 Lebenspunkte. Die E1 kenne ich nämlich überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wie viele Torpedos der abfallen kann. Da kommt schon wieder eine Ladung auf den Kollegen dazu. Wenn man nah genug ist oder okay, ich darf ihn jetzt nicht rammen, sonst ist er weg. Ey, warum schießt du auf den Presser? Ich meine, meine Teamkills waren ja mein Teamkill war versehentlich. So, jetzt könnte man. Auch wieder. Ich hoffe, das wird was. Ne, das hat leider nicht gereicht. Der war einfach zu nah. So, ich muss mich jetzt also auf das Schiff dahinter konzentrieren.
Okay, scheiß auf die AA. Und der brennt so schön vor sich hin. Okay. Fuck! Was war das denn? Offensichtlich, jetzt habe ich erst gesehen, das war ein Deathmatch. Das war ein Deathmatch. Scheiße. Ah. Aber gut, es gab Kohle immerhin, weil ich habe echt nur noch um die 153 oder so gehabt. Also, naja, wisst ihr, was ich hier bekommen habe, dann kann man sich ja vorstellen, was ich vorher hatte. So, wie sieht's denn aus, Team? Ach nee, kommt mal bei mir. Zwei habe ich versenkt. Wie sieht's denn bei den Teams aus? Sechs versenkt, sechs versenkt. Das ist ja mal. Der hat echt sechs Kills gemacht. Der hat hier gar nichts. Was hat er die ganze Zeit gemacht? Echt? Was hat er mit seinem Schiff gemacht die ganze Zeit? Ich verstehe das nicht. Einmal gestorben. Ist er wohl selber abgesoffen. Details. Gucken wir mal. Ships damaged 1. Battleships destroyed 1. Ja, das tut mir leid. Ist halt blöd gelaufen. Enemy Ships destroyed 2. Ja. So habe ich das auch in Erinnerung. Nun ja, wie auch immer. Was soll man hier zu groß sagen? Ist halt einfach... Das ist so Ultra Arcade. Das ist halt Arcade, wie man, ja, so wird es wahrscheinlich auch. So könnte man dieses Spiel auch in der Spielhalle spielen, hat auch ein Spielhalle Grafik irgendwie. Und, also, so könnte ich mir das vorstellen. Das ist halt. Ja, ich weiß nicht, was ich jetzt so sagen soll. Das ist cool, ich meine, es gibt natürlich auch Vorteile hier beim Spiel. Es sind viele, also viel mehr Schiffsmodelle verfügbar, die man so gar nicht kennt, wie zum Beispiel Farragut. Wo sieht man die denn sonst, ne? Oder Nassau oder so, sieht man ja sonst auch nicht. Ne? Und, ja, die Nachteile sind natürlich so, also wirklich nicht vorhandener Realismus. Und, naja, ich habe ein Kritikvideo gemacht, da konntet ihr das sehen. Wie auch immer, darum geht es ja jetzt nicht. Jetzt wenigstens auch mal Ruhe im Kopf irgendwie, dann kann ich auch mal spielen. Danke fürs Zuschauen, hinterlasst ein Abo, ich zwinge euch dazu. Und wenn nicht, dann werde ich ganz doll weinen. Naja, wenn ich will, der hat schon, ne? Also, wie auch immer, viel Spaß noch beim Zocken und wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein, ciao, ciao, ciao.